Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt oder zu einer neuen Projektserie. Und zwar eine Tutorial-Serie. Und zwar zum RPG Maker MV. Hier habe ich jetzt mal so ein kurzes Projektchen offen, mit dem ich ein bisschen rumprobiert habe. Hier einfach mal, wie alles so funktioniert. Zur Veränderung zum VX und VXAs und XP. Also das sind XP, VX und VXAs, in dieser Reihenfolge stimmt's. Mit denen habe ich schon alle rumprobiert, kleinere Spielchen gemacht für Kollegen und so. Und euch möchte ich heute in diesem Video oder in den nächsten Videos einfach mal zeigen, wie man hier so ein Spielchen machen kann. Und dazu mache ich hier einfach mal ein Testspiel, speichere auf Desktop, jawohl. Ja, neues Projekt, oh mein Gott. Und zwar möchte ich mit euch ein Spiel machen. Also wir programmieren ein ganz fertiges Spiel. Jetzt nach und nach, Stück für Stück. Ich werde dann zwischenzeitlich auch so Special-Folgen machen. So ab und zu dann mal hier erklären, wie die einzelnen Funktionen in Menüs drin sind. Aber auch Stück für Stück. Weil ich habe mir vorher raus überlegt, wie mache ich das? Fange ich jetzt so an, erkläre ich erstmal im ersten Video, ja, das sind erstmal hier die ganzen Möglichkeiten, die man machen kann. Nee, ich fange einfach mal an und erkläre einfach nebenbei, was ich mache, wie ich es mache und reagiere dann auch auf Fragen oder wenn irgendwas nicht schlüssig ist, dass ich das halt so gut wie möglich für euch erkläre. Wir benutzen auch nur die vorgegebenen Daten oder halt Texturen und alles, was uns der RPG Maker selber gibt. Eventuell dann noch Plugins, die schon vorinstalliert sind. Da kann ich immer nicht hier. Hier hat man Plugins, da gibt es schon einige, die sind schon mit dabei. Die kann ich dann auch erklären und vorstellen. Und. So, jetzt beginnen wir einfach mal. Wir haben jetzt hier ein neues Projekt gestartet. Das startet immer mit Map 1, also 001. Das können wir jetzt hier Rechtsklick bearbeiten. Dann haben wir hier jetzt komplett alles, was wir über diese Karte wissen. Und zwar, es ist eine Oberweltkarte, das sieht man hier, kennt man aus diversen JRPGs, wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hier, also anfängt, ja, wir haben jetzt hier mehr drumherum, so, bla bla bla, hier ist schön viel mehr, klickt man hier einfach Karte, Kartebearbeitungsmodus, das ist der Eventbearbeitungsmodus oder Ereignis, so heißt der jetzt neu bei MV, und dann kann man hier jetzt schön rumzeichnen. Das ist jetzt eine kleine Insel. Mehr ist es nicht. Hier machen wir eine schöne kleine Insel. Oh, schön kastenförmig, wie jede normale Insel aussieht. Man kann auch hier einfach das Tool wechseln und jetzt hier einfach rumziehen. Man kann auch das jetzt komplett wegmachen. Und dann nimmt man uns jetzt einfach mal die Textur der Insel, geht hier auf die Ellipse und zieht jetzt einfach mal hier. Schön eine Insel. Dann können wir hier noch ein bisschen, hier unten und hier, so. Das ist unsere Startinsel. Die Startinsel hat ein paar Hügelchen drin. Hier, hui, so. Ein paar Hügelchen, da kann man dann nicht drüber gehen mit dem Charakter. Muss man außen rum gehen. Dann hat er hier, machen wir jetzt mit dem Stift, ein bisschen Wald. So. Also, was ich auch dazu sagen will oder muss, es wird jetzt nicht so bombengrafisch, also ich werde jetzt hier nicht so 2-3 Stunden hier mit der Oberwelt jetzt verbringen, um sie so geil wie möglich aussehen zu lassen, sondern es soll einfach nur zeigen, was man machen kann. Ah, setzen wir hier noch einen Strudel rein, hier und hier. Und dann können wir hier hinten zum Beispiel jetzt mal, das sieht dumm aus, machen wir diese Berge hier. Gehen wir einmal hier rundrum. Schwupps. Schwupps. Den Strudel müssen wir dann wieder hinmachen und hier oben. Machen wir hier wieder den Strudel hin und hier machen wir auch einen. So, mit Rechtsklick auf der Karte könnt ihr übrigens hier Rechtsklick, dann kopiert ihr hier jetzt, ups, das Meer. Dann können wir hier oben noch, hier wieder Rechtsklicks, Klicks, Rechtsklicks. So, wunderbar. Und dann machen wir hier nochmal hier im Fluss rein. So. Und machen wir hier die Berge weg und hier, dann können wir hier hinten so lang. Das wäre jetzt die Oberwelt. Und wenn wir jetzt gucken, wir können jetzt dieses Event, das ist unsere Startposition, das ist ein festes Event, das können wir jetzt hier einfach verschieben.
Und jetzt können wir zum Beispiel Änderungen speichern, jawohl. Jetzt können wir es einfach mal anspielen. Und zwar geht dann hier der vordefinierte Hauptbildschirm an. Sehr laut. So. Und dann können wir jetzt hier rumgehen, lalala, mit unserer schönen Party. Mit Shift könnten wir jetzt hier laufen. Hui, ach, über die Hügel kann man gehen. Sehr interessant. So. Das Wasser ist auch schon ein bisschen animiert, genauso wie die Strudel. Aber man kann bei diesem Spiel hier auch einfach mit der Maus steuern. Und hier einfach das Menü öffnen. So, wir haben jetzt Harold, Therese, Marsha und Lucius. So, komm, machen wir hier wieder zu. Brauchen wir nicht. Sondern beginnen wir jetzt mal mit einem Dorf. Und zwar dem Dorf, in dem wir starten. Oder besser gesagt, das Spiel spielt eigentlich gar nicht. Also, was ich mit euch jetzt programmieren will, ist jetzt ein RPG. Ganz normales Standard-Rollenspiel mit Dungeon-Crawl-mäßig. Dass ihr, also ich lege jetzt erstmal hier in der ersten Reihe mehr auf die Dungeons, verschiedene Rätsel, zufallbasierende Dungeons und. Und ich werde natürlich alles weitere auch erklären. Also wir können dann auch Adventure machen, alles. Also es ist sehr viel möglich. So, dazu machen wir uns jetzt hier einfach, gehen wir hier auf Test und machen uns eine neue Karte. Diese Karte nennen wir Hub. Denn das ist der Hub. Es ist innen. Wir können auch einfach, komm, wir machen den Kerker, den innen. Machen ihn ein bisschen größer. Und drücken auf OK. So, das ist jetzt unser Hub. Wir gehen wieder auf Karteneinstellung. Und jetzt haben wir hier verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Wie hier jetzt zum Beispiel auch wieder Wasser. Wir könnten hier jetzt auch Boden schön reinpflastern. Oder hier so Wurzelboden. Andere Wurzeln noch so rein. Hier. Hier hätten wir Mauern. Und hier für die Decke können wir hier jetzt zum Beispiel einen Raum machen. Wir haben hier aber auch verschiedene Einbuchtungen, hier zum Beispiel oder hier drüben. Einfach zur Dekoration, Treppen, Höhleneingänge, Statuen, Skelette, plopp. Ein Schienennetz, verschiedene Säulen und R. R steht für Regionen, zu dem komme ich dann später. So, beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Hub. Machen wir hier mal alles weg. Und zwar in diesem Hub soll es dann Abzweigungen geben. Einmal zu die Händler, die gehen darüber. Bei denen kann man dann seine Helden ausrüsten. Dann möchte ich einen Heldenauswahlsbildschirm haben, bei dem er dann auch startet. Der ist hier. Oben geht es dann in die Dungeons. Und unten können wir dann einen Speicherraum machen. Wahlweise einen Raum, wo man nachgucken kann. Hey, diese Gegner sind da und da anfällig. Aber erst, nachdem ich sie zum ersten Mal gesehen habe, so à la Pokédex, der halt die Schwächen der Gegner anzeigt. Können wir alles machen. So. Überlegen wir uns jetzt einfach mal, was nehmen wir denn, wie schaut das hier aus? Ja, nehmen wir die hier mal als Grund... Oh, ups. Nein, alla! Hier, weg. Nehmen wir das hier mal als Grund. Und da ist hier auch nochmal der Vorteil, es gibt hier verschiedene Decken, also Wände. Einmal diese Wand. Bei dieser Wand ist der Vorteil, wenn wir sie großziehen, sieht das so aus. Wenn wir die aber einmal komplett durchziehen, ist es schwarz. Und jetzt können wir hier zum Beispiel sagen, ja, jetzt kommen hier Wände. Dann kommt hier der Boden und schon fertig ist der Raum. Ganz einfach. Fertig ist der Raum. Jetzt können wir hier noch eine Tür reinbauen. Hier, plopp, hier geht's dann rein, hier raus. Hier steht dann ein Typ. Fertig. Ganz einfach gemacht. So. Der Hub sieht dann... Oder ist das hier auch? Nee, das ist hier komplett weiß. Da können wir natürlich jetzt immer gucken. Hier, Wüste. Geht natürlich auch. Wir nehmen jetzt den hier. Und fangen dann an. Es soll nach oben rausgehen. So, es geht hier nach oben zwei, drei raus. Ungefähr ist das hier die Mitte. Was haben wir denn?
So. Dann beginnen wir mal hier. Wir machen die Wände 2 hoch. Man kann sie auch 3 Felder hoch machen. Das braucht aber dann schon ziemlich viel Platz. So. Und das hier weg. Dann geht's hier raus. Dann können wir hier zum Beispiel... Hopp, nochmal 2. Hier nochmal 2. Und dann machen wir Boden. Hier 2. 4. Plopp. Ne, hier. So. Und so. Es sieht schon ein bisschen dumm aus. Machen wir hier mal alles... Upsi. Bisschen größer. Hopsala und hopsala. Sieht immer noch beschissen aus. So. Ich habe zwar gesagt, dass ich hier nicht so Meisterwerk drauflege, aber wenn es mich dann selber stört, mache ich es weg. So, das ist jetzt unser Startraum. Hier können wir jetzt zum Beispiel ein Event reinsetzen, und zwar hier unten Startposition Spieler. Ab jetzt starten wir hier. Dann können wir es jetzt mal ein bisschen verschönern. Und zwar mit einem anderen. Hier, ups, einfach mal die Steine. Nee, das sind die falschen. Wo haben wir sie denn? Sind das die hier? Nein. Was habe ich denn hier für einen Boden genommen? Ach, das ist hier derselbe Boden. Interessant. Dann müsste ja quasi das hier. Machen wir hier so ein paar Dellen rein. Schwupps. Dann gehen wir hier rüber. Dann können wir zum Beispiel hier ein bisschen Moos ran. Hier wächst auch schon was runter. Der Hub ist schon ein bisschen älter. Knallen wir hier mal. Hier. Plopp. Eine Säule. Hier eine Säule. Hier eine Säule. Hier eine Säule. Dann gibt's hier den Ausgang. Schwupp. Nee. Das sieht... Das sieht dumm aus. Man kann natürlich auch hier... So, Ausgang. Das sieht aber auch blöd aus. Deswegen... Warum sieht denn das hier so komisch aus? Das ist ein kleiner Eingang. Machen wir es so. Passt auf. Hier oben schwarz. Und hier unten nehmen wir den hier. So. Hier drüben. Machen wir erstmal nichts. So, und hier unten. Das ist voll asymmetrisch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Kommt der hier weg. So. Und machen wir hier unten einfach tschack. Eingang. Ja, das wäre jetzt der Hub. Dann können wir jetzt hier einmal rein, schwupp, 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 schwupp. Und hier geht's dann woanders hin. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich auf, 13 Minuten. Dann machen wir jetzt gleich mal beim Hub nicht bearbeiten, sondern eine neue Karte. Die ist jetzt dem Hub untergeordnet und machen wir jetzt einfach mal Händler. So, da ist es jetzt wichtig, hier steht jetzt Händler, der steht dann auch hier und Name anzeigen, das heißt dann, was im Spiel angezeigt wird, steht eh, wird dann oben links angezeigt, wenn die Karte gewechselt wird. Und das machen wir jetzt ein bisschen breiter einfach, so, ups, haben wir jetzt was Falsches eingestellt, und zwar ist es auch Kerker. So, dann nehmen wir einfach von dem hier, Rechtsklick, dieselbe Struktur. Nehmen wir die hier. Und zwar müssen wir jetzt mal gucken. Zeichnen wir erstmal den Boden. Hier drüben geht es rein. So. Dann machen wir hier einfach hier 2 nach unten. Hier rüber. Fertig. Und zwar wird das hier ganz einfach. Hier sind einfach nur Stände. So Marktstände. Hopp. 2 darüber. 2 hier hoch. Dann
Haben wir hier einen Tisch? Nein. Aber wir haben hier einen Teppich. Ziehen wir hier einfach mal einen Teppich durch oder ziehen wir hier mal einen roten Teppich? Komm, einen schönen roten Teppich. Den können wir eigentlich generell, den ziehen wir hier mal einmal komplett durch. Dann gehen wir hier in den Hub, ziehen hier einmal durch. Und hier. Es sieht voll behindert aus. Okay, Moment. Entschuldigung. Ups. Oh Mann. Haben wir hier Tische? Gucken wir mal. Eher weniger. Das macht aber nichts. Haben wir hier vielleicht? Hier unten? Nee, das sind nur Schränke, ein Tischchen, Kisten, ein Thron. Dann bearbeiten wir es, dann nennen wir es innen. Blopp. Schaut jetzt komplett anders aus, weil er jetzt die Texturen von innen genommen hat. Müssen wir jetzt einfach alles selber machen, und zwar hier mit dem Fülloption. Jack, das wird jetzt gefüllt. Dann, wo haben wir es denn? Hier. Dann füll du das und das und gib mir den Boden. Ist es derselbe Boden? Nein. Haben wir den hier nicht drin? Den haben wir hier tatsächlich nicht drin. Oh. Hm. Interessant. So, dann ändert sich hier auch der Boden. Denn hier haben wir die Tische. Und die können wir jetzt hier... Nein. Wir nehmen hier wieder das. Machen wir hier eine Theke. Hier eine Theke. Hier eine Theke. Und hier eine Theke. Hier kommst du dann rein. Lalalala. So, dann können wir hier nochmal aussuchen. Der letzte hier. Verkauft. Zubehör. Dann legen wir eben hier mal so eine Schaufel hin, ein Seil, eine Spitzhacke. Kriegt er da hinten noch an die Wand so ein Seil. Ah, das sieht nicht so toll aus. Hm. Was ist das hier? Ups. Muss man halt immer probieren und aussuchen. Was passt denn jetzt? Komm, er hat Zubehör, dann klatschen wir ihm hier. Nee, das ist keine... Das sind Tischdekos hier. Das ist hier... Müsste die Karte sein. Hier, jawohl. Plopp. Klatschen wir ihm hier an die Wand. Einfach mal so eine Karte ran. Dann, hier ist der nächste Händler. Der verkauft jetzt mehr Waffen. Dann legen wir ihm jetzt ein... Können wir hier zum Beispiel hinten an die Wand... Speere. Hier hängen wir ihm eine Axt so hin. Liegt auf dem Tisch, liegt eine Peitsche, da liegen ein paar Messerchen und Pfeil und Bogen. Plopp. Ah, wissen wir, ja, der verkauft Waffen. Der nächste ist jetzt mehr so der Rüstungstyp. Den stellen wir ein paar Helme hin. Dann hat er im Angebot hier hinten eine Rüstung. Ja. Sieht alles gerade nicht so optimal aus. Legen wir ihm die drei verschiedenen Helme einfach auf den Tisch und ein Schild. Plopp. Dann hängen wir ihm einfach mal das Schild noch hier hin. Oben. Plopp. Und haben hier einfach trotzdem nochmal links und rechts eine Rüstung und die goldene hier so. Jawohl. Er ist der Rüstungsmann. Und der letzte verkauft jetzt, sagen wir mal, wenn man hier Zubehör hat, dann können wir den letzten, der verkauft Potions. Heiltränke, Mana-Tränke, sonstige Tränke. Der hat dann hier hinten noch so sein Kistchen oder ein Blumentopf. Ein Blumentopf, oh. Blumentopf passt ein bisschen besser. Und was kriegt ihr als Deko hinten? Ein Bild. Ja, gut. Dann können wir hier zum Beispiel noch hier einfach mal so einen Riss in die Wand reinsetzen. Mhm. Unten können wir jetzt zum Beispiel noch Sachen hinstellen wie Fässer. So, ja, aber nicht direkt hier vom Händler. Da stellen wir ihm dann lieber hier so Säcke hin.
Küsten können wir machen, dafür ist der Raum jetzt zu klein. Dann gucken wir mal, hier haben wir jetzt andere Teppiche. Legen wir das hier einfach mal mit Teppich aus, dann fällt es nämlich auch gar nicht auf, dass hier der Boden so anders ist. Denn hier bei den Händlern liegen halt einfach ein paar Teppiche rum. Schwupps. Ups. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Kein Ding. Kann man einfach mit Steuerung Z. Gebt mal wieder zurück. So. Dann stellen wir noch mal ganz kurz seine Rüstungen wieder hin. Plopp. Und. Plopp. So. Fertig. Und um jetzt einen Übergang zu schaffen, gehen wir hier auf Ereignis. Es gibt jetzt einen ganz billigen. Die billige Variante, die was auch ganz gut ist, ist zum Beispiel hier Übertragung. Wenn der Spieler hier drauf tritt, wird er nach dort teleportiert. Nicht dahin, sondern immer eins weg. Hierhin. Okay. Denn hier erstellen wir jetzt dasselbe Event. Übertragung. Und zwar hierhin. Wenn nämlich nein, hier bearbeiten. Ich will es euch zeigen. Bearbeiten. Wenn wir nämlich jetzt hier den Teleporter zurückgesetzt hätten, dann hätten wir uns die ganze Zeit, wir wären hier reingegangen und wären sofort hier wieder gelandet. Und wenn sie beide aufeinander liegen, wäre es noch bescheuerter gewesen. So, jetzt gucken wir einfach mal. Oh, wird wieder laut. So, jetzt sind wir hier. Lalalala. Hey, unsere Gruppe. Hey, hier könnten wir ja raus. Geh nach draußen. Oh, doch nicht. Können wir hier raus? Nee. Können wir dort raus? Nein. Aber hier können wir doch bestimmt raus, oder? Jawohl. So. Und dann schon sind wir hier. Können wir uns hier ein bisschen umgucken. Ah ja, eine Karte. Wunderbar. Hier durch den Tisch können wir nicht durchlaufen. Hier. Aha, ein Riss. So. Das war's. Das ist schon unser erster Raum, den wir gemacht haben. Nach 22 Minuten. Und wir kommen auch wieder zurück. In der nächsten Folge würde ich sagen, stellen wir die Händler ein. Stellen wir die Händler rein und machen den Heldenauswahl als Bildschirm. Je nachdem, wie wir das jetzt machen, machen wir das auf jeden Fall. So, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, es hat euch weitergebracht. Einfaches Mapping war jetzt das und Übergänge zu anderen Karten. In der nächsten Folge, wie schon gesagt, Händler, Heldenauswahl, vielleicht auch Charakterumbenennung, vielleicht packe ich das dann aber auch in die nächste Folge, je nachdem. Auf jeden Fall, man sieht sich. Tüdelü.